Lost Frequencies. DJ aus Belgien mit Reality hier bei Radio Regenbogen. Gleich auf ihrem Unterhaltungsplan, ein 80er von Phil Collins oder auch mit dabei zum Beispiel. Vermutlich ihre neue Lieblingsnummer, die 17-jährige Zoe Wees mit Control. Sport verrückt. Heute Blobbing. Bei schönem Sommerwetter ist das wohl der beste Sportwettbewerb überhaupt. Zum Angucken, aber vor allem auch zum Mitmachen, wer sich traut. Einfach nur da liegen und dann durch die Lüfte ins kühle Nass geschleudert werden. Alles, was Sie dafür benötigen, ist ein riesiger Luftschlauch und ein Sprungturm. Ja, das habe ich jetzt nicht dabei, aber vom Prinzip her ist es einfach. Auf der einen Seite des Riesenschlauches sitzt eine Person, Sie zum Beispiel, und auf der anderen Seite des Schlauches springt eine andere Person vom Sprungturm runter. Das führt dazu, dass die erste Person, also Sie, bis zu 6 Meter hoch in die Luft und anschließend ins Wasser katapultiert wird. Damit daraus nun auch noch eine Meisterschaft wird, bewertet eine fachkundige Jury die Teams nach Kriterien wie Tricks, Style und Landung. Platsch. Radio Regenbogen. Mein Morgen mit den 4-4. Und so war's diese Woche. So, und da ploppt mir natürlich die Frage auf, liebe Christina, was ist eigentlich aus deinen großen Plänen geworden? Jogging in the dark? Im Dunkeln, jeden Morgen vor der Sendung, wolltest du ja eigentlich eine Runde durch Graben-Neudorf drehen, weil dein Vorsatz war ja, jeden Tag laufen? Ja, du sagst es auch jeden Tag und ich mach's auch jeden Tag, nur nicht jeden Morgen. Das packe ich einfach nicht, noch vor der Sendung meinen Sport zu machen, also noch vor 6 Uhr morgens. Oh, ich glaube, das kennen aber tatsächlich auch viele. Der beste Freund am Morgen, das kuschelige Bett. Und die Snoop.